womöglich ist der Ort irgendwie ein bisschen magisch, dass man sagt, ich mag dahin. Und als es geschlossen war, ich habe das schon Jahre nicht mehr miterlebt, also wir machen nie Betriebsferien. Und es war ein ganz interessantes, spannendes Gefühl, das ganze Hotel einfach für dich zu haben. Ne? Und wir haben noch Mitarbeiter, die auch noch hier wohnen, die nicht nach Hause können, weil die Grenzen zu sind. Und dann sitzen wir zusammen und essen ein bisschen. Also das ist ein ganz anderes Leben. Und das hat mir also sehr viel Spaß gemacht. Also so viele schöne E-Mails und Briefe, tatsächlich auch Briefe, die da kommen, Hammer, und auch Anrufe, ne? Dass da wirklich Gäste interessiert anrufen und sagen, wie geht's euch da oben? Gut, das ist das eine, und das andere ist halt das Finanzielle, aber das kann man halt nur ausblenden und kann gucken, wie es dann hinterher wird. Tische nehmen wir natürlich raus. Dann haben wir für das Frühstück und für teilweise für den Salat abends eine Möglichkeit entwickelt, dass wir das hinter Plexiglas machen. Aber Hygiene ist eigentlich auch ein Teil von unserem Geschäft. Ne? Also es ist halt keine Klinik, aber es ist schon ziemlich hoher Standard, würde ich sagen. Also wir schauen schon mit den Hufen, und die Mitarbeiter, die sind natürlich auch unterwegs, wir telefonieren schon ziemlich häufig. Die sagen, es muss jetzt wieder losgehen, wir brennen drauf, unseren Service zu bieten und Gäste wieder reinzulassen und zu bewirten. Und also wir freuen uns schon enorm.